Hallo und herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, Jungs und Mädels bei Assetto Corsa. Heute fahren wir diesen wunderschönen Porsche. Schaut ihn euch an. Rot glanzlackiert mit gelben Akzenten. Und wie man vielleicht unschwer erkennen kann, hier hinten am Flügel und hier oben und hier vorne auf der Windschutzscheibe. Diesen Skin habe ich selber gemacht. An der Seite sogar mit SEP-Sponsoring, Startnummer 42. Und zwar ist das Ganze entstanden im Anliegen einer Assetto Corsa GT3 Liga, an der ich teilnehmen werde. Habe ich diesen Skin hier designt, um dort mitzumachen. Denn jeder der Teilnehmer darf dort seinen eigenen Skin benutzen, beziehungsweise mit seinem Teammate zusammen einen Skin benutzen. Und im Anlass dieses Skins und im Anlass des ersten Rennens, was hier auf Spielberg in Österreich stattfinden wird, habe ich mir gedacht, werde ich das Ganze einmal sozusagen simulieren. Natürlich werde ich im Rennen auf dem ersten Platz starten, das ist ja ganz klar. Das Qualifying werde ich einfach alle zerstören. Aber ich habe jetzt mir hier gegen die KI gedacht, starten wir erstmal auf dem letzten Platz, damit wir schön viel Overtaking-Action haben. Und ich will auch nicht allzu lange um den heißen Brei drum reden. Ich habe mir hier mal das Replay geschnappt, weil ich leider beim Rennen tatsächlich einen kleinen Fehler gemacht habe und das falsche Mikrofon ausgewählt habe. Deswegen klang das alles ein bisschen weit weg und naja. Auf jeden Fall, was ihr wissen müsst, es geht los. Wir fahren hier, wie ihr das schon Aufstellung vielleicht seht, unter anderem gegen den McLaren GT3, dann haben wir einen Nissan GTR dabei, GT3, Ferrari G458 GT3 Version, Lamborghini Huracan GT3, in grün dort links seht ihr den Z4 GT3, BMW Z4. Dahinter in Grau der Mercedes AMG GT3. Und es fährt auch noch die alte Version, SLS. Der SLS GT3 fährt auch noch mit. Aber damit geht es auch schon los. Also diesen wunderschönen Porsche 911 GT3 R aus dem Jahr 2016 übrigens. Und wir haben sogar schon einen Platz gut gemacht, Tester gestartet. Und jetzt glaube ich in Position 20, wenn ich mich nicht verzählt habe. Position 18 sogar schon. Ach, das geht ja wunderbar. Und dann schleichen wir uns hier auch noch auf der Innenseite unseres nicht Teammates, sondern Automates durch. Und schleichen uns vor auf Platz 17. Hier bin ich ein bisschen von der Strecke abgekommen, habe ich kurz nicht aufgepasst. Aber das hindert uns nicht weiter dran. Wir können uns hier noch auf der Innenseite des Porsches halten. Und werden in der Bremszone zwei Autos sogar überholen. Da habe ich gemerkt, die KI bremst in der Kurve wirklich sehr früh, unnötig früh. Aber das nutzen wir einfach aus. Ich habe die KI hier auf eine variable Schwierigkeit gestellt. Die Autos sind allesamt irgendwo zwischen 90 und 100% der KI von der Schwierigkeit her. Das heißt also, das Feld ist hier wild gemixt. Wir haben Leute dabei, die was können. Wir haben Leute dabei, die etwas weniger können. Und das wird sich jetzt im Laufe des Rennens aussortieren. Und da bin ich schon auf der Innenseite des nächsten Autos, Lamborghini Huracan GT3. Aber hier muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen verbremst, ich habe ihn ein bisschen rausgeschoben, bin zu weit rausgekommen. Deswegen habe ich kurz vor Gas gegangen, habe ihn hier wieder auf der Innenseite vorbeigelassen. Aber warum auch immer, die KI hat mich da vorbeigelassen. Er hat gemerkt, auf der Außenseite ist ein Spieler, da lassen wir niemanden hier vorbei. Und das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich habe mir natürlich die Position dankend zurückgenommen. Und bin auch hier schon wieder. Oh, kleiner Stau. Da hat sich wohl einer gedreht. Der Nissan, der da auf der Innenseite stand, der hat sich verabschiedet. Und deswegen ist ein kleiner Stau entstanden. Und links neben mir seht ihr jetzt den ersten BMW, der teilnimmt hier. Der BMW Z4 im grünen Skin, der glaube ich sogar aus der Liga ist. Da hat sich irgendjemand einen grünen Skin gebastelt. Sehr farbenfroh alles. Und da haben wir den zweiten GTR vor uns. Nissan. GTR. Übrigens, also meiner Meinung nach ein wunderschönes Auto. Und die Lackierung zum Beispiel, die sitzt zum Beispiel hinten am Diffusor, der rote Streifen als Akzent. Das ist wirklich gut gelungen. Aber er bleibt doch nicht lange vor uns. Aber schon den nächsten Spot uns wieder gesichert. Hier am Ende natürlich. Wir sind am hinteren Teil des Grids. Da geht das alles noch ein bisschen flotter. Weil die Spieler am Ende des Grids wahrscheinlich nicht die höchste Schwierigkeit haben. Deswegen bahnen wir uns hier den Weg einfach durch und haben schon wieder den nächsten McLaren in Sicht. Das ist wahrscheinlich ungefähr noch eine halbe Sekunde Vorsprung, die er hat, aber das wird sich auch in den nächsten Kurven hoffentlich wahrscheinlich minimieren.
vor ihm. Oh, also jetzt mal ganz unparteiisch, aber ich muss sagen, der Skin mit den Reflexionen, mit der Belichtung, die in der Assetto Corsa besteht, also das hat wirklich. Ich finde, es ist gelungen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr den auch gut findet. Immer alles rein da. Schreibt mir auch übrigens in die Kommentare, ob ihr diese Art von Comment, ob ihr das gut findet, ob ihr das gerne weiterhören wollt, ob ich vielleicht, wie auch eigentlich beabsichtigt, lieber live kommentieren soll. Aber ich finde so eine Replay ist immer ganz schön zum Quatschen. Da kann man sich alle Highlights nochmal genau angucken. Wie zum Beispiel diese Aktion hier außen rum probiert, aber der McLaren hat in der Innenseite bessere Traktion bekommen und kann trotzdem noch halten. Und da bin ich schon wieder unten gefahren. Was war das denn? Warst aber unaufmerksam, Pascal. Naja, egal. Wir wissen ja, in der nächsten Kurve bremst die KI früh, deswegen habe ich mich dazwischen eingedrängt sozusagen. Und verlassen uns hier gerade eben genug Platz. Ich habe ihn ein bisschen reingeschoben, er hat mich ein bisschen rausgeschoben, aber da der Porsche nochmal ein kleines Auto ist, passt das schon irgendwie. Und wir probieren hier auf der Außenseite vorbei uns zu arbeiten, was nicht ganz gelingt, weil auf der Innenseite, diese Kurve ist ein bisschen nach innen geneigt. Das heißt, also auf der Innenseite hat man deutlich mehr Grip, hat deutlich mehr Geschwindigkeit, die man durch die Kurve mitnehmen kann. Aber wir sind immer noch dran. Wir können uns jetzt vielleicht mit dem Windschatten auf die Innenseite setzen. Wonach es aussieht? Ja, na, nicht ganz. Er lässt uns eigentlich Platz, aber ich wollte nicht einen Crash, keinen Crash verursachen. Deswegen setzen wir uns lieber auf der Geraden hier wunderschön übrigens reingeschmissen in die letzte Kurve. Da kann man sich wirklich gut reinschmeißen. Die Kurve ist auch nach innen geneigt. Da kann man das Auto, sagen wir mal, fallen lassen in den Grip hinein. Und da sind wir auf der Innenseite vorbei. Ach, wunderschön. Wenn das nicht schön war, dann weiß ich es nicht. Und wir befinden uns jetzt also auf der Jagd nach dem nächsten McLaren, den wir gerade schon vor uns hatten. Der, wie ich glaube, den AMG, ach, das ist so der SLS, Entschuldigung, das ist der SLS Mercedes, den er überholt hat. Oder was, der AMG? Ich kann die beiden nie auseinanderhalten. Es gibt den neuen und den alten, das ist der alte. Der meiner Meinung nach nicht so schön ist wie der neue. Aber das soll uns nicht weiter aufhalten. Den haben wir ja schon lange hinter uns gelassen. Und sind jetzt auf der Jagd nach dem grauen McLaren. Der übrigens wunderschön zu fahren sein soll. Ich habe ihn selber noch nicht ausführlich getestet, sondern nur mal kurz angefahren. Aber ich habe mich tatsächlich für die Liga für den Porsche entschieden. Einfach, weil ich ein Porsche-Fan bin. Porsche sind cool. Porsche sind auch von der Performance her immer gut dabei. Das ganze GT3-Feld sowieso sehr gut ausbalanciert. Also es gibt für jeden Fahrstil ein Auto, was einem sagen wir mal, gestrickt werden kann. Hier gibt es wirklich für jeden Geschmack. Und ich fahre schon wieder weit raus. Also die Kurve ist auch ein bisschen bergunter. Dadurch wird die Bremsdistanz verlängert. Das heißt, die Kurve ist... Da fährt man gerne schneller durch, als man eigentlich sollte. Aber das scheint nicht weiter Einfluss gehabt zu haben, denn wir sind schon wieder am McLaren dran. Kommen hier auch wieder ein bisschen zu weit raus. Aber da auf der Innenseite kleiner Stau herrscht, können wir uns direkt wieder dranhängen. Und sind jetzt im Windschatten von mehreren Autos sogar gleichzeitig auf der Geraden. Nein, Daniel, ich bin nicht im DRS. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr unten rechts sehen, dass ich gerade angeschrieben wurde? Naja. Weiter, nicht von dem ablenken hier, Pascal. So, wir befinden uns wieder auf... Wir haben zwei Leute sogar überholt, das habe ich ganz verpasst. Übrigens dieser orangene, gelbe... Oh, nein! Da bin ich ihm reingefahren. Wie gesagt, die KI bremst sehr gerne sehr früh in der Kurve. Und das habe ich wirklich unterschätzt, wie sehr früh die bremsen. Hab deswegen dem lieben... Ich glaube, Ferrari ist es. Ja, wieder nach Ferrari. Habe ich ein bisschen das Heck verbeult. Aber da ja Schaden aus ist auf diesem Server, habe ich mir Schaden ausgemacht, weil gegen KI ist das immer schlau. Weil da in der ersten Runde vor allem gerne mal Sachen passieren, wenn die sich ein bisschen stauen. Naja, also Schaden aus, keine Konsequenzen gezogen aus diesem kleinen Unfall. Kleiner Drift hier. Da wackelt der Porsche mit dem Hintern.
Aber wir haben trotzdem den Abstand halten können. Wir sind immer noch nah genug dran an den Autos vor uns und haben hinter uns eine kleine Lücke aufbauen können. Hier jetzt mit der guten Traktion des Porsches können wir gut rausbeschleunigen, haben uns den Windschatten gegönnt. Mal schauen, ob wir rankommen. Wir haben einen kleinen Zug von Autos vor uns, vier Autos, die dann nachherfahren und sich wahrscheinlich hoffentlich gleich gerne von mir überholen lassen, allesamt. Guck mal hier, wunderschön die Mitte der Kurve, die Apex berührt und bis nach außen raustragen lassen. Also ich habe jetzt optimale Kurvenendgeschwindigkeit erreicht und habe sogar noch den Windschatten des Ferraris. Also der kann sich in der Kurve wahrscheinlich nicht, obwohl der sehr weit weg ist, kann sich schon nicht wehren. Kann er sich wehren? Nein, kann er nicht. An der Innenseite vorbei. Wir lassen uns gegenseitig Raum. Er fährt über die Curbs, ich fahre auf der Innenseite sehr nah an der Innenseite vorbei. Aber da ich auf der Innenseite war, habe ich die Position bekommen und kann jetzt also mich vor ihn setzen und auf die Jagd des nächsten Autos gehen. Oh, da war ein bisschen... Ah, der war okay. Also diese Links-Rechts-Kombination, der Key in der Kurve ist, dass man möglichst gerade durchfährt. Das heißt also, in der ersten Kurve etwas weiter raus, damit man dann geradeaus mit Vollspeed beschleunigen kann. Hier haben die Autos vor mir ein bisschen Stress gehabt. Der Ferrari musste ein bisschen bremsen. Die Porsche und Mercedes haben sich da ihre Plätze getauscht. Und da die für alle ein bisschen bremsen mussten, kann ich mich also direkt vorbeisetzen an dem Ferrari. Kann mich vielleicht auch sogar an dem Porsche noch vorbeisetzen mit dem Windschatten. Tatsächlich, ja. Und kann jetzt also mich hinter dem... das ist, glaube ich, der AMG jetzt. Ach, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall der neue, der viel besser... Das ist tatsächlich der AMG. Hier steht AMG im Windschatten. Ja, das ist der AMG. Der neue. Der wirklich top aussieht, meiner Meinung nach. Also vor allem der Kühlergrill vorne. Hat schon was. Naja, also die letzten beiden Kurven waren ein bisschen shaky. Vor allem die letzte da, diese Hairpin, da bin ich ein bisschen weit rausgekommen, das hätte eigentlich nicht sein müssen. so, und jetzt muss ich euch leider, ich will ja nicht viel zu viel von eurer Zeit beeinflussen, muss ich euch leider sagen, das ändert sich jetzt hier nichts mehr. Wir werden nun diesen Mercedes da verfolgen bis ins Ende. Haben uns damit, glaube ich, den sechsten Platz gesichert, wenn ich mich richtig erinnere habe. Lass uns mal eben hier angucken. Es gibt auch noch ganz viele verschiedene Kameras hier. Wir können uns das Ganze mal in der Nahaufnahme gucken, mal, wie er vorbeifährt. Ach, ist das schön. Ich kann auch mal eben meinen Mund halten. Und euch ein bisschen Ton geben. Hier übrigens mit dem Soundmod wird gespielt. Also das Ganze kann schon ziemlich gut klingen. Gucken wir mal, was haben wir noch hier. Wie der Mercedes, der klingt so schön tief, also es ist ein Traum. Gucken wir uns jetzt einfach nochmal ein paar cinematische Shots an. Übrigens hier aus der Corsa, maximale Einstellungen, Post-Processing-Filter, alle Reflexionen an, schönes Wetter und... Also es sieht wirklich gut aus, finde ich, wirklich gut. Das ist ja wirklich eine komische Kamera gerade, merke ich. Und hier beschleunigen wir raus. Guck mal, wunderschön der Diffusor im Mercedes. Also, was will man mehr? Und da kommt er über die Kuppe gefahren. Schreibt auch auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr zum Skin sagt. Könnt ihr das ja nochmal eben hier in voller Action angucken. Oh, ist das nicht schön. Wie es sich in die Kurve legt. Hier leider ein bisschen die Apex verpasst, muss ich ehrlich sagen. Das hier unten sollte eigentlich schwarz sein, das ist ein bisschen dreckig geworden. Wir können uns ja. Was haben wir noch für Kameras? Wir können uns mal diese Special-Kameras da angucken hier. Oh. Auf dem Dachkamera. Da seht ihr auch die Reflexionen, wie sie sich in der Motorhaube spiegeln. Das Schild zum Beispiel da oben kam kurz vorbei. Also das hätte. Corsa kann schon was grafisch. Viele Leute sagen immer, ja, das ist ja halt mehr Sim als Grafik. Aber das hat schon was. Hier zum Beispiel auch wunderschön. Mit der Sonne am Reifen vorbei. Da seht ihr, wie dicht man an die Curbs außen rankommen kann. Ja, hat schon was. Und ich finde diese breiten Reifen von den GT3-Autos einfach wunderschön. Also das ist wirklich... Ist schon ein Prachtstück.
hier mal das Interieur. Ihr seht das zum Beispiel auch, ich habe da einen gelben Helm und gelbe Handschuhe habe ich mir auch noch gegönnt. Passend zum Exterieur. Was haben wir hier noch? Oh, Beifahrer. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie es aussehen würde, wenn ihr daneben sitzen würdet? Da seht ihr nochmal den schönen, das bin ich der, hier der Walker, der Pascal. Mit den Assetto Corsa Handschuhen, die das Lenkrad scheinbar nicht ganz treffen. Naja. Und hier den Blick nach hinten, der jetzt nicht so spannend ist gerade, aber der Klang ist sehr schön. Lassen wir wieder rum. Naja, also ich würde sagen, damit verabschiede ich mich von euch. Ich würde gerne, wie gesagt, eure Meinungen in den Kommentaren hören und wenn es gefällt, mache ich noch viele weitere Assetto Corsa Videos. Also in diesem Sinne, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like auch da, wenn ihr noch nicht abonniert habt, ne, dann jetzt aber flott. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Viel Spaß. Oh, das ist schon zu Ende, das Rennen hier. Ja, perfekt. Lassen wir das noch eben ausklingen und dann